Also. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Was habe ich denn eingesammelt? Okay. Was steht hier eigentlich? Das habe ich noch nie gelesen. Dead Drop. Ah, alles klar. Das habe ich noch nie gelesen. Tatsächlich nicht. Und ich habe schon ein paar Spielstunden mit dem Charakter hier drauf. Ich habe hier auch ein bisschen Zeit verloren. Okay. Mondsichtiger? Okay, wartet. Oh yeah. Wo ist der andere? Wo steht er? Ach, hier hinter irgendwo. Mal gucken, ob ich den getroffen habe. Nee. Nicht so auf. Da die sich immer ein neues Schild machen können, ist ja auch doof, ne? Übermütiger Raider. Unruhiger Scav. So. Ich zeig euch einfach im Durchlauf, wenn ich mit Claptrap oder mit Athena spiele, oder Athena oder wie auch immer sie heißen mal, dann zeige ich euch einfach, wo die alles findet. Ich habe jetzt schon alles gesammelt für den Bereich. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gucken, das ist ohne Kommentar. Geht auch 28 Minuten, weil ich hier noch den, ich hole mir noch die, hab mir hier noch dabei die legendäre Waffe geholt. Den School Smasher, also die, die ich jetzt gerade genannt habe. Und, ja. Muss ich jetzt nicht alles nochmal machen, dann mache ich das lieber nochmal dann, wenn ich dafür auch tatsächlich noch Punkte bekomme. Also, Badass Ranking, wisst ihr? Okay. Oh, das ist jetzt... Oh. Ehrlich. Mal kurz nachladen. Habe ich mir die Kiste eingesammelt? Ja, ne? Ja. Da waren weiße Granaten drin, oder? Achso, du da unten. Was ist mit dir? Wie halt eben... Was? Mal das auch geschafft. Ja, wie findet ihr das Spiel denn eigentlich? Habt ihr das schon gespielt oder noch nicht gespielt? Oder habt ihr vor, es zu spielen? Wenn ihr gespielt habt, was stört euch? Was stört euch nicht? Warum Stufe 5? Habe ich noch nicht fertig? Okay. Oh, warte. Lepsa. Ich schuld dir gar nichts, mein Freund. Entschuldigung. Natürlich sind die resistent. Na. Springst du mir ins Gesicht, mein Freund? Nee, ne? Oh, fuck. Das ist, möchte man natürlich, dass einem das passiert in einem Spiel. Ah, fuck.
Ich würde doch 50 Mondsteine dafür bezahlen, wenn ich mich dann selber wiederbeleben könnte. Das wäre jetzt nicht das Problem. Naja. Da macht man nichts. Okay, los, los, los. 22.000 hat mich das Scheiß gekostet jetzt. Dafür kriege ich nichts wieder, echt nicht. Bleib ich denn 300.000? Okay. Damit kann man leben erstmal. Keine Atmosphäre. Liv benutzt dieses Sprungpad als Eingangstür. Das solltest du auch tun. Ich mach das jetzt kaputt. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Verzeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Daher verstehe ich auch nicht den Dialog. Der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo es hakt. Haltet dieses arrogante Hyperion Park auf! Was ist mit dir da oben? Komm her, steck. Da halt eben nicht. Okay. Wieso hat das nicht geklappt? Oh, die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Hä? Hä? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Klingt schmerzhaft. Ja, es tut höllisch weh. Gut, und jetzt kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Warum sind diese Hyperion-Ärsche noch am Leben? Ich brauch Sauerstoff, Jungs. Sechs Experte mir gegeben. Oder habe ich mich jetzt verlesen? Warte, Sprungpad? Bin ich jetzt doof? Ach, dann... Auch Mondschein. Ui, super! Ich will auch so ein Sprungpad. Ja, und jetzt kommen wir zu Detlef. Ey, hier sind Diskussionen drin, die habe ich vorher noch nicht gehört. Tatsächlich nicht. Oder ich habe die einfach überhört, ich weiß nicht. Warte. Erstmal so. Man kann ihn eigentlich schon von hier unten noch sehen irgendwo. The boss fight has landed. Na komm. Wo ist er? Da steht er. Dann kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Diese Kammerjäger sterben heute. Sonst will ich nicht mehr was Severus Deadlift McElroy heißen. Wie heißt der? Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich das auf Kamera habe. Ne? Wie heißt der? Nicht auf das Sprungbrett gehen. Das ist die einzigste Battles-Herausforderung, die ich noch machen muss. Warum auch immer. Wo ist der? Der kommt sowieso früher oder später hier runter. Wo steht er? Über uns? Da ist er. Wo ist der? Da unten.
Oder war das der Sohn und... Oh, ich komme gerade nicht klar. Wo ist der? Ach, da. Was? Ich bringe das Gesetz. Das ist echte Kunst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schild, 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 Schild. Oder so. Versuch das nochmal. Jetzt geht er mir auf den Sack, Alter. Jetzt geht er mir auf den Sack. Stirb jetzt. Und du auch. Jetzt habe ich ihn verloren. Doch, mache ich, mein Freund. Nein! So. Ey, ich hab seine Badass... Das gibt's doch nicht. Wartet mal, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch jetzt... Oder bin ich doof? Hab ich jetzt... Na komm, bla, komm, bla, komm. Bla, bla, bla. Wo sind wir denn? Reguliert... Da. Da eben hinschauen. Bis sie gedacht, ohne einen Sprungbrett zu benutzen. Hab ich gemacht. What the fuck? Such den Digistrat-Schlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Ja. Ah, alles klar. Hier gibt's auch noch eine versteckte Kiste, wenn ihr die nicht gefunden habt bis jetzt. Wir gehen jetzt erstmal aber den Digistrat-Dings da holen und... Erstmal vor allen Dingen ihn hier looten. Nein, nicht da drauf. Alter, Thundergraven. Bestimmt nicht mehr Schaden als meine Excalibur, oder? Na, aber im Leben nicht. Na egal, nehmen wir trotzdem mit. Der droppt die auch noch, also er droppt die jedes Mal, von daher ist es jetzt nicht schlimm. Die Kiste, genau. Kommen wir nochmal zur Kiste da hinten. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Aber hier. Da drüben. Epsa. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ist nicht wahr. Ah, ist doch jetzt nicht wahr, oder? Da ist bestimmt nur, sowieso nur weißes Kropfzeug drin. Jetzt mal ernsthaft. So. So. Meine Güte. Oh, oh. Weißes Kropfzeug, sage ich? Leider habe ich aber einen besseren. Also ich weiß nicht, ob der wirklich besser ist, aber... erstmal ist er besser. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwann einen mit Pistole, Feuerschaden plus hast nicht gesehen und kritischer Schaden plus hast nicht gesehen und den werde ich mir auch noch einsacken dann. Der ist, da wir eigentlich sehr gut auf Pistole ausgeskillt werden. Naja. So oder so was ähnliches, auf jeden Fall habe ich gehört. Soll das wohl sein. Mal, mal sehen. Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondzoomies bei der Dahlstation anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht, nach dem großen Bersten haben sich dort Scavs eingenistet. Scheiß auf Scavs. Ich
habe mir das gar nicht angeguckt. Brauche ich auch nicht. Ja gut, dann sage ich jetzt erstmal hier an der Stelle tschüss für diesen Part. Ja, und wir sehen uns logischerweise im nächsten Part, ne? Wir bringen die Scheiße jetzt zu Ende. Was soll der Scheiß? Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.